Hallo und herzlich willkommen zu einem Format, und zwar zu eurem oder beziehungsweise auch zu meinem, unserem Lieblingsformat, zu Cash King. Und der gute Dario ist wieder da am Start. Hey, schön, dass du da bist, Dario. Was geht, Alter? Cash King, ich hab Bock. Ich hab was gehört. Was geht? Ich hab Gottes auch nicht reingecashed. Hast Lust, hast Laune, hast du Cash? Ich, auf jeden Fall. Ich will es auf jeden Fall hoffen, dass wir hier was Geiles rausziehen. Wir machen wieder 5 Booster auf von Kräfte im Einklang. Hier die ETB zielt. Damit ihr nicht wieder rumheult, das war doch eh wieder Fake oder sowas. Bei dem Rainbow Burak. Ich hab gehört, es ist ein krasses Video geworden, ne? Also, ich glaube, die 70.000 peilt das Video gerade an. Leute, also, falls ihr weiterhin Cash King supportet, wären wir euch sehr dankbar, würden wir mal so sagen, ne? Also, macht uns super viel Spaß und. Definitiv. Man merkt ja, dass ihr irgendwo Interesse habt, sag ich mal so. Definitiv. Und kurz zur Formaterklärung auf jeden Fall. Wir holen jetzt einfach die Karten, also beziehungsweise wir pullen jetzt quasi und gucken bei den teuersten Karten, was sie wert sind. Und derjenige, der am meisten Geld nachher zusammengespielt hat, ist dann der Cash King. So einfach ist das eigentlich. Der Gewinner darf da mit einer Krone rumlaufen die ganze Zeit, wenn wir dann. Mit einer Krone und natürlich wie immer die beste Karte vom Gewinner, würde ich einfach mal sagen. Und ich hole jetzt einfach mal. Also denke ich mal, machen wir so wie immer. Ja, sicherlich oder? Doch, Alter. Also wenn hier das Rainbow Glurak drin sein sollte und du ebenfalls ein Rainbow Glurak ziehen solltest mit einem Schweißer, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du auf jeden Fall was gewonnen. Genau, so sieht's aus. Und ich würde einfach mal sagen, Dario, du darfst einfach mal anfangen. Ich gucke jetzt mal zu, beziehungsweise ich höre mir das jetzt mal an. Das ist schönes bei rumkommen. Ja, okay. Mann. Erstes Pack, Rishizaad ist auf dem Cover. Mal gucken, ob es auch im Pack ist. Ich bin gespannt. Wäre doch ganz also nett. Ich habe heute schon über 200 Packs geöffnet, also ich kann schon mal so sagen, ich habe eigentlich schon viel zu viel Packs gesehen, aber wir schauen mal. Wir haben einen Capoeira, wir haben einen Skorgro, Blutzug. Gibt es nicht, ne? Nein. Niemals. Ah, okay. Ich habe im ersten Pack hier in Anführungsstrichen nur ein Zeraora und ein Reverse Morlord, also nichts allzu krasses, würde ich an der Stelle behaupten. Also nichts, was Cash bringt quasi jetzt. Nichts, was Cash King würdig ist. Nichts, was Cash King würdig ist. Also wir entscheiden das jetzt quasi einfach mal selber heraus, was Cash King würdig ist und was nicht. Ja, also oder keine Ahnung. Du kennst ja inzwischen die Karten, die was wert sind. So Newgong, Schweißer. Ja, also man kennt die Karten, die spielbar sind, sag ich mal so. Und die eventuell den ein oder anderen Cent wert sind. So, hau raus. Genau. Du hast dein Pack schon geöffnet, habe ich gehört. Genau, wir haben nämlich ein Togetic. Feenschmuck haben wir. Leider nichts, was spielbar war hier dabei. Ah. Xiao, Porygon. Wir würden natürlich die Preise wieder bei Card Market nachschauen. Da haben auch wieder wahnsinnig viele Leute zweimal geschrieben. Wir haben 2 Videos gemacht, ne? Und zweimal haben die Leute gefragt, wo habt ihr da nachgeguckt, obwohl wir es gesagt haben. Keine Ahnung. Kriegen es einfach Nebulak. Nicht hin, die Leute. Mensch, Leute, Card Market, Bestseite, Nebulak und, oh, ein Koplosio. Und das war eine spielbare Rare-Karte. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall mal 3 Euro ist die immer noch wert, meine ich. Meinst du? 3 Euro war sie vor den Regionals in Amerika. Also ich glaube, da das Deck nicht so gut performt hat, eventuell gerade 2. Ich hätte jetzt so 2,10, 2,20 gesagt. Aber Card Market weiß die Antwort. Von daher haben wir es gleich. Ah, Koplosio, bist du auf jeden Fall schon mal in Führung, was für dich ganz gut ist, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke gerade, wir gucken wieder nach den Deutschen und die Deutsche geht 1,40 Euro. Also ich würde mal sagen, 1,40 Euro ist besser. Hört jemand geklingelt. Oh, Bruder, muss los. Okay. Jo, kommen Sie bitte hoch. Oh, geil, Alter, ey. Auch cool. Der Present hat hier das Fenster wieder aufgelassen. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe, wir kommen zum Video zurück. Ich sitze jetzt auch wieder. Also, du sitzt wieder, Dario. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir können weitermachen. Endlich! Mein Akku ist noch am Start. Und ja, dein Pack. Soll ich einfach öffnen, oder? Dein Pack, ja, genau. Ich habe ja gerade das Koplosio für 1,40 Euro rausgeholt. Hoffen wir mal, dass jetzt hier das Rishizaad kommt, ne? Also mir ist egal, welche Form, Hauptsache Win. Oh. Also, ich sag mal so, ne? Ich gönne ja jedem seine Puls. Aber nicht in diesem Format. aber hier nicht, ey. Hier bist du ganz gefährlich. Ich gönne dir alles, außer ein Rishizaad, wenn ich einen Rishizaad ziehe. Leider, ich habe hier nichts gezogen, ey. Ah, ich habe einen Schweißer als guter Pull, sag ich mal. Ist noch seine 10 Cent wert, aber... Sonst ist da nichts Brauchbares bei. Reverse Fukano, die Rare war jetzt ein Raichu. Das ist, glaube ich, auch nicht so das, was man sich wünschen mag. Also 10 Cent sind für den Wailer auf jeden Fall da. Ja, 10 Cent ist auf jeden Fall schon mal gut, sag ich mal. Ne? Man muss ja mit den Kleins anzufrieden sein. Genau. Ich meine, das kann ja im Endeffekt auch den Unterschied machen, je nachdem, was wir noch ziehen.
So, ja, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Puh. The pressure ist auf jeden Fall da. Ich habe Bock, was rauszucashen. Wie gesagt, ich finde Cash King so ein geiles Format. Deswegen, wenn ihr es supporten ist wollt, so. Lasst auf jeden Fall ist unbedingt so. Einen Daumen nach oben da. Und dann gibt's sehr, sehr gerne, hoffentlich mit Gudario auch wieder mal eine Folge. Ja, ja, klar. Das auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was wir so ziehen werden. Hast du schon was gerade gezogen? Ja, ich glaube, es könnte sein, dass hier vielleicht eine Mollung in Reverse und ich habe eine Rainbow Rare und ein Lucario und Melmetal GX Rainbow Rare. Oh mein Gott, Alter. Als ob, Alter. Ich dachte bei Rainbow gerade nur so, fuck, Alter, mir rutscht das Herz in die Hose. Nee, aber Lucario, Melmetal, Rainbow, das ist schon ordentlich, ey. Da kannst du nicht meckern. Das ist auf jeden Fall generell eine Rainbow Rare. Wo sind meine Sleeves, Leute? Hilfe! Also ich musste mal Verteidigung sagen, ich habe hier auch keine Sleeves, ey. Oh mein Gott. Ja, die Rainbow Rare muss gesleeved werden. Nice, Alter, Leute. Ja, richtig geil. Also eine Rainbow Rare aus einer ETB. Das ist nice. Wo kommen eigentlich deine Packs her? Das sind die 18er Displays, Minion. Ah ja. Da hoffe ich mal. 18er Displays. Mal gucken, ob die sich hier, ne, ob sie sich lohnen. Ich sag mal, ich habe ja schon 4 Stück davon geöffnet. Das ist jetzt das 5. Mhm. Okay, und hier ist in dem Pack also, war gar nichts drin. Das Lucario Melmetal war 15,30 Euro wert, ich würde mal sagen. Da bist du auf jeden Fall mit 17,10 gerade gut am Start, würde ich sagen. Oder das sind wir. Ja, das sind wir doch eigentlich gut dabei. Du hattest wieder nichts, das ist ein bisschen sad, ne? Ich bin auch bei 10 Cent, aber auf die bin ich stolz. Da kannst du auch definitiv stolz drauf sein. Weil... Also bisher noch nichts Großartiges. Aber mal sehen, was noch so kommt. Mühsam ernährt sich das Einschönchen oder der gute Dario. Oder das. Habe ich jetzt den Kartentrick schon gemacht? Ja, habe ich. Tatsächlich. Weiß nicht, aber ich kann dir sagen, die 18er Displays, die sind echt random. Die sind super echt? Random. Ja, wir haben auch eins gehabt, da waren 5 Hits drin oder sowas. Ja. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die haben 2 Hits oder einen Hit aus dem 18er rausgeholt. Also es ist... Ist heftig. So. Also ich glaube, das Beste, was ich bisher gezogen habe aus dem 18er, war eine Full Art Regisat. Das war bisher... War okay. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, sag ich mal. Dino. Aha, Ebitak. Ich habe nichts auf den normalen Slots. Das heißt, der Rare-Slot könnte es jetzt regeln mit einem Psiaugon. Also das Psiaugon ist leider eine Nullnummer, aber... Schnurrtag ist das. Schnurrtag. Kein spielbares Deck. Tatsächlich. Der gute Schnurrtag. Hast du schon ausprobiert, oder was? Nee, nicht wirklich. Ich bin nicht so der Schnurrtag-Fan. Weißt du, Stefan wollte sich da ein Deck bauen, aber der ist, glaube ich, auch kläglich gescheitert. Eieieiei. Müssen wir auch machen, wenn wir in Bayern sind. Dann werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Ründchen spielen. Da habe ich Bock drauf. Oh, ich habe ja auch das Schnurrtag. Snowbiddick hat gezogen. Ich habe gerade gedacht, ich habe jetzt auch hier. Oh, ja, zum Glück. Auch eine Rainbow. Nee, ich hab wieder gar nichts. Die teuerste Karte ist vielleicht Major Bob. Aber selbst die ist nicht so viel wert, weil die doch nicht so krass gespielt wird, wie gedacht. Ja, Stollers Reverse Rare immerhin, aber ist jetzt nicht so das Wahre tatsächlich. Weiß nicht. Also irgendwie ist der Wurm heute bei mir drin. Vielleicht im letzten Pack ja noch. Kann ja also der gute Lieutenant Search, der geht 5 Cent. Das tut mir leid, Dario. Aber... Ja, 5 Cent, Alter, let's go! 15 Cent sind am Start. Ich meine, du hast noch einen Pack, oder? Eins habe ich gleich noch. Wenn da eine Rishisa drin ist, habe ich gewonnen. Egal welche Rare. Was hast du noch? Da würde ich sagen, mache ich jetzt mal, egal was bei mir jetzt rumkommt, mache ich jetzt mal beide Packs auf, dass du quasi noch so die letzte Chance hast. Stimmt, du hast noch 2, Alter. Das ist ja richtig kacke. Ich bin ja voll im... Eieiei. Also, ich hab, das ist nicht bis, gut. Ja, ich habe bis jetzt aber noch keine einzige Trainerkarte gezogen, die gut ist. Ein Riolu, ein Skorgler, ein Morlord. Aber das Morlord chillt wenigstens sein Leben. Ja, das Morlord ist ein wunderbares Artwork. Ich hoffe, es... Wunderbares Artwork. Ja, Mann, mega gut. Aber ich hoffe, es chillt nicht zu viel, weil das wäre ein bisschen schlecht, wenn es jetzt zu viel chillen würde. Was willst du denn eigentlich? Du hast ein Rainbow gezogen. Rainbow Tag Team vor allem. Das war so close vor dem Glurak. Ja, ich ganz ehrlich, ich glaube, wenn du jetzt einen Regular Glurak ziehst, dann hast du es schon direkt mehr als ich. Ja, die ist ungefähr gerade 22, 23 wert. Ja, siehst du, da wärst du zum Beispiel mal direkt besser. Deswegen, schauen wir mal. Ob wir noch ganz einen kleinen Puffer erarbeiten können, den Feuerkristall, das ist auf jeden Fall auch, ich denke mal, auch so 10 Cent wert. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, doch, schon, könnte sein. So, Togetic, ein Wurmball, Blutzug, Mauzi, einmal Kleinstein,
Porygon, Tohaido in Reverse Rare, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Und ein Yugong. Yugong ist 14 Cent wert tatsächlich. Echt? Ja gut, dann würde ich mal sagen, 24 Cent aus dem Pack. Die ist echt gut, also die wurde auf den Regionals gespielt. Damit kannst du mit einer Dreifachbeschleunigung irgendwie zwei Monster auf der Bank 60 Schaden drücken. Also die ist nicht schlecht, die ist nicht schlecht. Das ist gut zu wissen. Da würde ich mal sagen, ja. Gucken wir mal. Ich glaube, das Tohaido war nichts wert. Nee, ich glaube auch nicht. Tohaido ist nicht so die spielbare Karte. Sharpedo war das. Right. Aber ich glaube, die deutschen Namen wurden inzwischen auch schon übernommen. Auf Card Market. Nee, tatsächlich die neuesten noch nicht. Ja, 2 Cent, aber theoretisch. Geht ja um jeden Cent immer, Leute. 20 Cent noch, theoretisch. Also, ich würde mal sagen. Yugong oder? Da knallen wir die 20 Cent auch mal noch drauf. Wenn wir 5 Cent Karten nehmen, dann holen wir auch 20 Cent Karten, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall, Alter. Ich mache jetzt hier das letzte Pack auf und hoffe, dass hier irgendwas drin ist. Also, das wäre ja. Oh, Pack der Items oder Trainerkarten hier. Marlon, Pokécom 3.0, Giovanni's Exil. Zubat, Smogon, Dodu, Quapsel, Dodo Reverse. Oh Gott, da ist ein Kingler hinter. Kingler? Ja, das ist die Rare-Card. Es war gar nichts. Ja, das heißt, ich habe von dir einen Schweißer gewonnen. Ja! Weiß nicht, ob du dich darüber freuen kannst, aber du kannst sie gerne haben. Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, weil wir haben ja gesehen, wir nehmen auch 5 Cent Karten hier rein, die sind wichtig. Das ist jetzt natürlich total RIP. Ne? Ey, Schweißer ist 10 Cent Karte, ne? Appreciate die 5 Cent mehr. Das Doppelte, danke. Guck mal, das ist doch mal richtig krass. Also ich würde sagen, Dario, das war... Was da los, ne? Was da los? Ja, da musst du jetzt aber auf deinem Kanal mal richtig raushauen, würde ich mal sagen, ne? Da muss auf jeden Fall jetzt was kommen, du. Also ich bin gespannt. By the way, die Schweißer-Karte ist auch noch komplett off-center, also have a nice day with this card und Dario, ja. Du gönnst aber auch nix, oder? Nee, tut mir leid, also die Packs haben gar nichts gegönnt, also die habe ich ja auch von dir gekauft, von daher bist du alt auch schuld. Ja, warum habe ich es denn nicht besser geschickt? Das war ein bisschen doof, aber Leute, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst gerne eine Pussywertung da oder Kritik, was wir noch besser machen können, in die Kommentare. Schaut beim guten Dario vorbei, da nehmen wir jetzt, wie gesagt, auch noch eine Folge Cash King auf, da gucken wir mal, ob es da ähnlich gut abgeht. Vielleicht. Schauen wir einfach mal, würde ich mal sagen, ne? Und der Gewinner. Ja, schauen wir mal, ich bin gespannt. Ja. Möchte der Verlierer noch zwei Worte ausrichten? Cool. 10 Cent, da brauchen wir nichts hinzufügen, glaube ich. Das reicht nicht mal für Mario am Pommes. Hey, 15. Ja, wenn du diskutierst und so nett und charmant. Sagen wir 15. Klar. Mit ganz viel Charme kommt vielleicht noch sowas rüber, da hast du recht. Gucken wir mal, ob wir die Paco Mayo bei dir dann spielen können. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Tschüss. Die gute Paco Mayo, man kennt sie.